Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der aktuellen Doc Morris Sommerbox. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist eine Apothekenbox und die kostet 14,99 € oder 14,95 € pro Box. Erscheint zweimal im Jahr. Ich habe jetzt hier die Sommervariante. Ich habe sie aber nicht mehr selber ergattern können. Und da hatte die liebe Ina mich über Instagram angeschrieben, dass sie sich tatsächlich zwei Boxen gesichert hatte und ob ich ihr vielleicht eine abkaufen möchte. Ja, und dann hat sie mir die zugeschickt nach, zu mir, nach Hause und jetzt habe ich sie hier, ne? Schön Erdbeerchen sind hier drauf und liebe Ina, vielen, vielen Dank, das fand ich echt nett von dir. Total cool. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, denn ich habe auch eine ganze Zeit lang mich immer um diese ganzen Apothekenboxen total dafür interessiert und auch super viel auch immer wieder gekauft und so. Habe ich in letzter Zeit etwas weniger, eben weil ich verhaltener bin, ne? Ich weiß nicht, welche Sachen ich jetzt tatsächlich auch gerade zu mir nehmen darf, aber das werden wir alles herausfinden. Denn wir haben hier Nahrungsergänzungsmittel drin enthalten, aber halt auch die so Kosmetik, dekorative und pflegende Kosmetik, ne? Bin ich echt gespannt drauf, was wir dann jetzt hier gleich drin finden werden. Ja, Deckel ist jetzt abgenommen. Ist eine schöne, stabile Box. Also finde ich halt auch total cool. Und wenn wir den Deckel entfernt haben, kommt hier auch direkt ein Flyer. Das ist auch hübsch, ne? Ach, guck. Da habe ich jetzt auch so nicht mit gerechnet. Sogar mit einem Motto und so. Hier haben wir den Inhalt der Box. Dann gucken wir doch einfach mal hier so rein. Schön durch den Sommer. Alexa, Studio an. Okay. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen Probleme mit meiner Alexa. Geht euch das auch so? Ich weiß es nicht. Ich habe ihr nämlich vor einer Zeit gesagt, sie soll das Dings hier ausmachen. Und jetzt hat es wieder ausgemacht, als ich gerade geredet habe. Manuell. Ich meine, so geht's auch, aber so ist ein bisschen dunkel, ne? Ja, bauchtechnisch sieht man übrigens keine großartige Veränderung. Jetzt, wo ich schon mal stehe, kann ich den ja auch irgendwie... Halte ich euch mal, plauze mal in die Kamera. Ja, das ist echt krass, ne? Also so viele Lichter und so. Obwohl die Sonne echt hell am Schein ist. Egal, so. Ich habe den Faden verloren. Ich lese jetzt einfach mal hier vor. Mit der Sommer-Edition unserer Doc Morris für dich Box. Ich muss immer noch über diese, Lichtausgeschichte lachen. Bist du bestens für Frühling und Sommer gewappnet. Denn dich erwartet eine hochwertige Zusammenstellung aus Produkten, die dich bei Sonne und heißen Temperaturen strahlen lassen. Unsere Box enthält sowohl Originalgrößen als auch kleinere Proben aus den Bereichen Beauty, Wellness und Gesundheit. So kannst du mit jeder Boxenedition neue Produkte kennenlernen und ausgiebig testen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Lass dich überraschen oder mache anderen mit der Box als Geschenkidee eine Freude. Liebe Grüße, dein Doc Morris Team. Also, ich weiß gar nicht, hatte ich schon mal eine Doc Morris Box? Denn ich habe noch nie so ein Editorial quasi drin gehabt. Hier sind die Produkte aufgeführt mit Bild und Preis. Ja, schön. Kann ich euch dann noch einblenden. Ich glaube aber, dass die Preise dann auf die Full Sizes, also auf die Originalgrößen gerechnet sind. Das muss ich mal gucken, ne? Werde ich euch auch einblenden. Also es sagt auf jeden Fall, es das Heftchen, dass wir hier 14 Produkte drin haben werden. Schauen wir mal. So, als erstes habe ich hier Magnesium drin, Diasporal. Das habe ich auch mal eine Zeit lang genommen zum Trinken. 400 Milligramm Magnesium pro Stick. Hier sind 5 Sticks drin. Das ist halt so eine Probierpackung im wahrsten Sinne des Wortes, ob einem das halt so schmeckt, ne? Und ja, hier steht jetzt nicht drin, dass man das nicht in der Schwangerschaft nehmen dürfte. Das heißt, theoretisch dürfte ich. Muss ich mal gucken, ne? Weil manchmal braucht man halt Magnesium, wenn man halt sich mehr bewegt. Und da wir ja oben auch, oder wir sind ja generell jetzt am Renovieren, Leute, ne? Wir machen ja so einen Ringtausch quasi. Also mein YouTube-Zimmer kommt nach oben. Da bin ich ja schon seit einer Weile am Renovieren, aber da kommt jetzt auch, wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, ist da auch schon der Teppichboden drin und so. Also da kommt jetzt immer mehr was rein. Dann wird irgendwann dieser Raum dann nach oben ziehen. In diesen Raum wird mein Freund dann, nachdem er dann auch renoviert worden ist, sein Büro hineinbringen. Da haben wir auch schon allerhand, meine Güte, da habe ich sogar über eine Kooperation einen höhenverstellbaren Schreibtisch, der hier nächste Woche quasi geliefert wird. Nee, diese Woche. Mega geil, auch den werde ich euch vorstellen. Genau. Und dann kommt quasi, ja, in das Zimmer, wo mein Freund dann halt sein Büro hatte, das große Kinderzimmer, wie wir es ja immer genannt haben, auch das Kinderzimmer rein. Und das muss richtig krass renoviert werden. Und soweit ich das halt kann, packe ich ja auch mit an. Ich weiß ja, dass ich manche Dinge nicht machen darf, aber ne, ich tue, was ich kann. Und vielleicht kriegt mein Freund sonst auch das Magnesium. Das beugt dann ja auch so ein bisschen
Muskelkater und sowas vor, ne? Ist ja auch immer ganz schön. Ja, das brauche ich aktuell nicht, weil ich ja so super müde bin. Original Bachblüten, Rescura, Originaltropfen, die Original Bachblütenmischung, achso, dürfte ich eh nicht, ist mit 27% Alkohol. 10 Milliliter haben wir hier drin und das könnte aber vielleicht was für meinen Freund sein. Weil man wird ja natürlich auch ein bisschen nervös, ne? Wenn man sich überlegt, dass man bald Eltern wird. Ich meine, dass ich das auch mal irgendwo in der Brigitte- oder Barbara-Box so mit drin hatte. Und ja, Bachblüten kennt man halt, ne? Das ist halt, hatte man damals auch, also ich habe damals oft Probleme gehabt, dass ich Prüfungsangst und so ein Kram hatte, also so nervös war und so. Bachblüten, immer, immer Leute, ne? Ich glaube nicht jetzt das mit Alkohol drin. So, dann habe ich hier noch etwas mit dabei. Eva Seed Sport Outdoor Power Creme mit Hirschteig, Bienenwachs und Zink. Schützt vor Wundreiben und Blasenbildung. Sowas kann ich mir im Sommer gut vorstellen, Leute, wenn du jetzt so... Also ich bin jetzt nicht super spindeldürr, das heißt, meine Oberschenkel berühren sich, wenn ich gehe. Und wenn man jetzt halt auch einfach so ein Kleidchen anhat und dann halt einfach nicht irgendwie eine Strumpfhose oder so, dann reiben die Oberschenkel ja aneinander, die Oberschenkelinnenseiten. Und das kann natürlich auf Dauer auch so ein blödes Reiben geben, vor allem wenn es ja richtig heiß ist und du dann ja, ne, ihr wisst, was ich meine. Frauen wissen, was ich meine, so. Und, also wenn man halt, ne, Kleidchen anhat. Und dann kann sowas gut sein. Oder halt Blasenbildung, klar, Füße mit einschmieren. 75 Milliliter sind hier drin. Und das finde ich cool. Nicht für Säuglinge und Kleinkinder verwenden, nicht in die Augen und auf Schleimhäute bringen, nicht auf offene oder verletzte Hautstellen auftragen. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Sogar für Hände ist das ganz gut. Das heißt, das ist auch gut, weil wenn man natürlich viel am Handwerken ist, dann hat man ja auch so Handschuhe an und so, da hat man auch öfters mal Blasen an den Händen. Vielseitig einsetzbar. Definitiv. Wandern, Laufen, Reiten, Fahrradfahren, Skifahren unter anderem. Ja, aber auch beim Handwerken, Heimwerken, Frau sein, ne? Wisst ihr Bescheid. Hier habe ich jetzt etwas Orthomol Hair Intense, wichtige Mikronährstoffe für die Haare. Mit dem patentierten Keraliazin, L-Methionin und L-Cystein. Unverkäufliches Muster. 15 Kapseln sind hier scheinbar drin. Täglich 2 Kapseln. Aha, und das soll dann mit Biotin, Selen, Zink, Kupfer, Selen, Thiamin, Vitamin B6, B12 und so weiter und so fort, soll dann quasi die Haare besser wachsen lassen. Finde ich jetzt so gar nicht verkehrt. Auch das, also das will ich natürlich dann alles immer absprechen, ne? Alles, was Nahrungsergänzungsmittel ist, ist nichts, was ich hier in einer Kooperation bewerben würde, ne? Ich bin da interessiert dran, ich verwende sowas auch ganz gerne. Aber ich informiere mich natürlich auch individuell für mich selbst. Das heißt, ich spreche da mit meiner regulären Allgemeinärztin auch gerne mal drüber, ne? Also habe dann irgendwie was im Gepäck mit dabei und frage sie dann. Dann habe ich manchmal auch, dass ich meine Blutbilder natürlich machen lasse. Großes Blutbild, kleines Blutbild. Und jetzt aktuell spreche ich mit meiner Hebamme darüber, spreche ich mit meiner Frauenärztin darüber, wenn ich halt wirklich irgendwas an Nahrungsergänzungsmitteln zu mir nehmen möchte. Deswegen... Ja, das würde ich jetzt halt alles, wirklich alles, ne, nicht einfach so blindlings nehmen. Ja, aber ansonsten, wenn ich halt nicht schwanger wäre, wäre ich da ein bisschen entspannter unterwegs, bin ich ehrlich, ne. Wisst ihr wahrscheinlich auch von mir, dass ich mir das dann auch einfach mal so gegönnt habe und probiert habe. Hier habe ich was Interessantes mit dabei. Und zwar ist es eine SOS-Maske Pickelcreme, wirksam gegen Hund, gegen Hunde. 19, mir keine Sorge. Wirksam gegen Hautunreinheiten, bedingt durch das Tragen von Masken. Leute, hier geht die Party ab. Ich trage in letzter Zeit sehr viel Maske, weil ich ja auch bei Arztterminen bin, weil ich meine Oma im Krankenhaus besuche und so weiter, ne? Hier ist 8% Acelain-Komplex drin, Vorbeugung und Linderung. Und wo, okay, da muss ich halt wirklich mal gucken, was da so an Inhaltsstoffen drin ist. Es müsste wahrscheinlich in einer Salicylsäure, das ist ein bisschen schwierig, ne? Ansonsten hätte ich dann nämlich echt mal Bock drauf. Also so eine, also alles, was jetzt irgendwie so Anti-Pickel-Gedönsen ist, ne, das muss ich so mit Vorsicht genießen. Aktuell verwende ich Teebaumöl tatsächlich. Ich habe euch auch ein Video dazu abgefilmt, welche Inhaltsstoffe gerade nicht so ganz so sinnvoll sind für, ne? In der Schule.
Schwangerschaft, aber ich will euch damit auch nicht allzu sehr auf den Sack gehen. Aber es ist halt für mich ein mega Thema und deswegen beschäftige ich mich aktuell halt mega mit Inhaltsstoffen bei Nahrung, bei allen möglichen Sachen, die ich auch auf meinen Körper drauf gebe. Und da lese ich einfach so intensiv immer wieder nach. Ja, genau. Ne? Aber muss ich einfach mal gucken, ob das was für mich wäre. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Das ist halt jetzt ein Pröbchen. Ne? Normalerweise hat das 50 Milliliter, wenn du es halt als Gedönsen kaufst. Hier sind ja zwei drin. Ich weiß nicht, ob das überhaupt preislich aufgeführt sein wird. Das hier ist aber was für mich. Das Figuröl von Freiöl. Das kannst du echt nehmen für, ja, eigentlich hier Zellulite steht hier drauf. Kannst aber halt auch wegen Babybauch und so nehmen. Ne? Also gegen Schwangerschaftsstreifen. Öl ist Öl, meine Meinung. Shea-Öl, Haferöl, Klatschmohnsamen, weiße Lupine, das ist hier alle drin, sehr schön. Was haben wir denn hier drin? 60 Milliliter, boah, das ist ein bisschen, ne? Zur Zeit, ey, da trinke ich ja was, ist wie es ist. Also das gebe ich mir quasi von den Knien bis zum Hals, komplett Öl. Und außerdem gebe ich mir tatsächlich auch noch darüber, wenn es dann halt ein bisschen eingezogen ist, also nicht lange, so ein paar Minuten halt nur, ne, eine Bodylotion drüber oder halt eine Körpercreme. Viel hilft viel, Leute, ich sag's euch. Ich creme wie eine Wilde. Aber na, das wird wohl werden, ich hoffe es mal, ne? Ich bin ja immer sehr fleißig. So, hier habe ich jetzt was ganz Cooles drin. Das ist ein Haar, also eigentlich auch wieder Haar, Körper, Gesicht, alles, ne? So ein Trockenöl von NYX, das Real Prodigieuse Floral. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. 30 Milliliter sind hier drin. Auch hier haben wir wieder so einen schönen Glasflakon. Wenn du das in der Originalgröße hast, dann hat das, glaube ich, auch sogar einen Pumpe oder einen Sprüher. Das weiß ich gar nicht. Mag ich gerne. Also auch gerade so für die Haarlängen. Ne? Das ist eine ganz tolle Sache. Ich habe mir gestern die Haare geschnitten. Hat nicht so gut funktioniert. Also ich habe schon mal besser hinbekommen. Ne? Und ich drehe dieses Video 2 Tage, bevor ich nach Korfu fliege. Läuft bei mir. Ne? Manchmal versuche ich mich ja auch ein bisschen meine Haare selber zu schneiden. Und irgendwie hatte ich so zippelige Haare und dann stand ich gestern unter Dusche und habe mir gedacht, Und dann bin ich eben zu meinem Badezimmerschrank, habe mir meine Haarschneideschere genommen, die ich mir ja mit Sammy teile, weil ich schneide die mir auch immer mal wieder so die Pfotenhaare hier ab, ne, da bei seinen Ballen, egal. Auf jeden Fall habe ich dann die Schere genommen und mir dann so ein bisschen schnipp, schnipp, schnipp so an den Haaren rumgeschnibbelt. Ja, also es sieht auf jeden Fall gesünder aus, aber man sieht auch, dass ich es selber gemacht habe, ne. Egal, mache ich halt immer mal wieder, weil ich dann einfach zu faul bin, um mir einen Friseurtermin zu holen. Geil. Ja. Freue ich mich drüber, kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen und das ist eine gute Geschichte. Ne? Also immer wieder schön Liebe für den Körper und für die Haare. Tiger Balm habe ich hier drin, Nacken- und Schulterbalsam. Das ist vielleicht dann eher was für meinen Freund, weil der ist halt wirklich dann richtig schwer am Arbeiten. 5 Gramm haben wir hier drin, klebt nicht, frischer Duft, ideal für unterwegs, zieht schnell ein, lockert und belebt bei verspannten Muskeln. Also wirklich, da ist auch irgendwie was Asiatisches hier drauf gedruckt. Okay, scheint was Spektakuläres zu sein. Oh, aber hier haben wir natürlich dieses hier Eukalyptus und Menthol und so ein Kram. Ah, da haben wir schon mal schlechte Erfahrungen mit gehabt, das sage ich euch. Da muss man immer aufpassen, weil gerade wenn du sowas so frisch nach dem Duschen aufgibst, ne, ist immer eine ganz blöde Idee. Die Poren sind dann so schön geöffnet und dann brennt das auch ganz gerne mal. Muss ich mal gucken, ob er das möchte. Hier drin ist so ein kleines Tübchen dann. Reicht dann für vielleicht mal oder zweimal. So. Muss man mal gucken, ne? Ja, schauen wir mal. Oder mal für mich, ich weiß nicht. So, das hier ist auch ein Produkt, das ich schon mal da hatte von Bioderma. Ist das ein Sensibio H2O, ein Micellenwasser, was du zum Make-up entfernen nehmen kannst. Für sensible Haut geeignet, 100 Milliliter sind hier drin enthalten. Auf manchen von diesen Micellenwassern steht auch explizit drauf, dass man es halt abwaschen soll, nachdem man es verwendet hat. Weil die Haut das wohl angeblich auch nicht so gut verträgt, dass wenn die Micellen auf dem Gesicht verbleiben, bla bla bla. Ja, ne, hier weiß ich jetzt nicht, ob es hier so drauf steht. Non-Rinse steht hier drauf, okay. Ich werde es so oder so nicht verwenden, weil ich kein Micellenwasser verwende, eben aus genannten Gründen. Ich habe eine sehr sensible Haut, ich habe ein paar Micellenwasser damals ausprobiert. Das hat alles nicht so funktioniert. Letztendlich bin ich dann auf das Double Cleansing gekommen. Das gefällt mir und meiner Haut wirklich am allerbesten. Ja, das hier wird dann mal in der Verlosung weitergegeben werden. Finde ich aber auch nicht weiter schlimm. Dann habe ich hier noch ein Tübchen. After Sun von Eucerin. Da müsste ich noch die Originalgröße von haben. Sensitive Relief Cellular Repair. Gelcreme, Gesicht und Körper. Gesicht ist sehr, sehr interessant tatsächlich. Alle Hauttypen, auch bei Sonnenallergie, medizinische Hautpflege, Rampampam, 50 Milliliter.
Ich würde es eher fürs Gesicht dann wahrscheinlich verwenden, weil für den Körper habe ich eine ganz tolle Geschichte von Dalton tatsächlich. Und fürs Gesicht kann ich mir das aber schön vorstellen. Da vielleicht ein bisschen dicker drauf machen, wenn du es halt so richtig krebsrot im Gesicht hast, ne? Und dann ein bisschen einwirken lassen, so als Maske halt, ne? Und dann vielleicht mit einem Tuch abnehmen oder runterwaschen, ich weiß es nicht. Oder dünn drauf machen und dann halt als Creme. Aber das finde ich gut. Das finde ich wirklich klasse. Das gefällt mir. Passt auch. Leti Balm, das ist halt so ein Produkt, das hatten wir Nasen- und Lippenbalsam auch öfters mal drin. Und das finde ich auch gut, weil wenn du halt diesen Schnupfengedünsten hast und dieses geht jetzt ja aktuell auch ein bisschen rum, weil manche ziehen sich ja vielleicht ein bisschen kürzer an, als sie es eigentlich in dieser Zeit sollten. Und dann kriegen sie halt einen Schnupfen. 10 ml habe ich hier drin und dann kriegst du eine sehr, sehr trockene, entzündete Nase, wo selbst das Naseputzen wehtut. Und da ist das 1A geeignet, ne? Und die Lippen werden dann auch so spröde. Das finde ich gut. Das kommt auf jeden Fall bei uns in den Badezimmerschrank bzw. in unseren... Ja, eigentlich soll man die Medikamente nicht im Badezimmer lagern, ne? Ja, wir sind so verrückt. Und ja, kommt da rein, dass wenn der Nächste bei uns mal Schnupfen hat, dass man da auf jeden Fall was hat. Die finde ich jetzt also wirklich gerade sehr, sehr praktisch. Ich bin jetzt ja sehr oft bei der Gynäkologin und da ist es super fein, wenn man sowas in der Handtasche hat oder wenn man das einfach irgendwo zu Hause hat, weil ich mag es einfach nicht, wenn ich ungewaschen oder wenn ich mir vorher nicht den Intimbereich waschen konnte, bevor ich zu meiner Gynäkologin gehe. Es ist einfach unangenehm, selbst wenn man da ankommt und dann direkt als allererstes in irgendein Pöttchen pinkeln muss. Ich mag es einfach von der Idee her nicht, ne? Und habe dann immer halt solche Babyfeuchttücher dabei gehabt. Noch besser ist es halt, wenn du diese Intifresh Daily Intimate Care Gedönsen wohl verwendest, ne? 12 sind hier drin. Und das hast du halt in der Tasche oder hast es dann auch bei dir irgendwie einfach mit dabei. Und dann kannst du dich halt da... Ich finde es schöner. Wirklich. Ich finde es auch angenehm. 100% biologisch abbaubar. Nee, ich finde es klasse. Und ja, man sollte sowieso für den Intimbereich auch immer eine separate Pflege verwenden. Beziehungsweise ein separates Saubermach-Waschgel halt, ne? Und jo. 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 Ne? Hätte man hier auf jeden Fall. Also ich finde es schön. Alles fit im Schritt. Ja. Dann habe ich hier etwas, was natürlich auch zur aktuellen Zeit sehr gut passt, von Louis Widmer. Das ist auch eine gute Apothekenmarke. Die sieht man immer wieder. Lichtschutzfaktor 30 ist das fürs Gesicht, für sensible Haut geeignet. Und das wirkt gegen Falten auch noch. Also du kannst es halt so als generelle Tagespflege auch nehmen. Ne? Finde ich auch cool. Geschmeidiges Hautgefühl. Panthenol und Peptide sind hier drin enthalten. Protects the skin and the ocean. Auch das ist ziemlich nett. Da müsste ich mir jetzt die Inhaltsstoffe einmal kurz überfliegen und drüber nachdenken, ob das was für mich wäre. Finde ich aber cool, ne? Also ich habe aktuell eine mit Lichtschutzfaktor 50+. Das ist eine koreanische von Make Prem oder so heißt die. Sehr geil, habe ich mir mal, glaube ich, hatte ich im Adventskalender oder mir mal bei Yesterday bestellt? Das weiß ich gar nicht. Die gefällt mir richtig gut, weil du darüber halt Make-up super auftragen kannst, ohne dass es halt merkwürdig wird, ne? Richtig, richtig gut. Und das weiß halt bei mir halt auch nicht so super intensiv. Ja, schon ein bisschen, aber bis ich aus dem Bad raus bin, ist das schon wieder weg. Jo, und das sieht auf jeden Fall gut aus, ne? Scheint auch eine Full-Size zu sein mit 50 ml. Beschwert man sich nicht. Jo, passt auf jeden Fall. Feine Kiste, aber da habe ich nämlich noch ein Produkt, auch mit Lichtschutzfaktor 30. Das ist jetzt von der Apothekenmarke La Mer. Es gibt ja auch noch so eine absolut exklusive Luxusmarke La Mer. Das ist es nicht, Leute. Trotzdem heißt es nicht, dass es billig ist. No Perfume, das ist nett. Das kannst du für den Körper verwenden. Ah, okay. Das andere war fürs Gesicht und das hier haben wir jetzt für den Körper. Auch eine schöne Geschichte. Hier haben wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr drin als die 50 ml. Oder es fühlt sich ein bisschen schwerer an. 100, siehste. Dann wahrscheinlich keine Full Size, aber ja, ein Sonnengel ist geeignet für die empfindliche, auch zu Mallorca-Akne neigende Haut des Körpers. Was ist denn Mallorca-Akne? Keine Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Größe, die man halt auch so in die Schwimmtasche packen kann oder in die Strandtasche, ne? Finde ich gut. Ist auf jeden Fall praktisch. Schön für den Urlaub geeignet. Passt jetzt auch, ne? Das jetzt in diese Box hier mit reinzupacken. Mag ich hypersensitiv. Finde ich auch geil. Lichtschutzfaktor 30 ist schön, ne? Also ich persönlich würde jetzt, wenn ich nur bei uns auf der Terrasse sitze, ne? Wenn wir jetzt so abends grillen oder wenn wir Kaffee trinken oder so, ne? Reicht mir auch Lichtschutzfaktor 30 am Körper. Aber wenn ich jetzt im Garten und Krott jäte oder so, ne? Halt wirklich so pick in der Sonne mit dem Rücken und nicht wirklich drauf achte, ob ich schwitze oder sowas, wäre mir das zu wenig. Da brauche ich schon 50. Und ja, aber das hier scheint
Also sieht alles soweit so gut aus, fühlt sich auch recht hochwertig an. Wird ausprobiert. Muss auch auf jeden Fall in diesem Sommer ausprobiert werden, weil bis 22.01. nächsten Jahres ist das Produkt nur haltbar. Ja, das ist es nun gewesen, ne? Die Doc Morris Box. Ich mochte die leiden. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die so fandet. Ja, natürlich wäre es geil gewesen, hier dekorative Kosmetik, irgendwie so eine schöne La Roche-Posay Mascara oder so drin zu haben, aber ne? Wir haben hier geile Produkte drin. Also wirklich, schöne Pflege mit dabei. Schöne, interessante Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich. Und ja, jetzt nicht irgendein Schmo. Nein, mir hat es schon gefallen. Was sagst du, Sammy? Sammy vor allem. Warum Sammy? Weiß ich nicht. Sammy ist eingepennt. Aber jetzt gerade wieder aufgewacht. Nee, schöne Box. Und vielen, vielen Dank, liebe Ina, dass du mir die Box geschickt hast, dass du mir das ermöglicht hast, dass ich hier dieses Video drehen konnte. Ja, im Winter wird dann die nächste Box kommen. Ich weiß nicht, ob die halt auch so zwei Verkaufsrunden haben. Da kann ich euch empfehlen, vielleicht einfach mal diesen Newsletter zu abonnieren, ne? Oder, keine Ahnung, manchmal kriege ich das ja auch über Instagram zugeschickt, dass ich das dann teilen kann in meiner Story oder so. Aber ansonsten, ja, alle Augen und Ohren offen halten. So ist das halt immer bei solchen streng limitierten Boxen. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und dem Unboxing der Doc Morris Sommerbox. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten beim neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!